So kommen wir jetzt nun zum letzten Teil, Teil 3. Und das ist also wirklich der letzte Pfad, den wir hier machen. Und da schauen wir uns mal an in der Mitte des Pfads, was wir da haben für Knotenpunkte. Wir haben einmal Wettrüsten. Wettrüsten ist nichts anderes, dass da einfach das Ihr und der Verteidiger, je nachdem wie die Powerbar ist, einfach mehr Attacken bekommt. Und daher sollte man es vermeiden, dass er die zweite Superattacke erhalten wird. Dann haben wir natürlich die Gier, dass jede 15 Sekunden der Verteidiger eine passive Kraftzufuhr erlangt. Das sollten wir auch irgendwie vermeiden, dass die auf eine SK3 kommt. Und dann haben wir natürlich Schlag mich nicht. Und da sollten wir natürlich schauen, dass wir auch da, wenn wir torkeln, uns merken, ist er getorkelt, dann ist er immun gegen Lähmungen. So, wir machen gleich mal, starten gleich mal mit einem Cut ins Geschehen. Und damit es ein bisschen schneller geht, denn der letzte Teil soll kurz und bündig sein. Und let's go! Ich habe hier mal andere Champions gewählt, zum Beispiel Tigra, um dir mal ganz kurz zu zeigen, was das Problem bei Tigra ist. Und zwar Tigra kann zwar zum Beispiel die Buffs neutralisieren, aber das klappt nicht so ganz. Und spätestens dann, wenn das ablaufen tut, das Neutralisieren, ist kurzer Prozess. Warren dementsprechend lädt dann seine SK3 und dann. So siehst du in dieser Sequenz, dass Warren seine SK3 dadurch zündet und wir somit Geschichte sind. Auch mit Juggernaut wird es schwierig sein, Ronin zu besiegen. Und daher ist es auch nicht sinnvoll, Juggernaut zu nehmen. Mit Dr. Doom sieht der Kampf schon wesentlich besser aus und einfacher auch, denn hier stört es mich nicht, dass er jetzt eine Kraftzufuhr erlangt. Denn ich habe ja hier meine SK1, die ich anwenden kann. Erstens ist sie unabwehrbar. Zweitens tue ich damit verhindern, dass Ronan an Kraftzufuhr gewinnt. Und mit einer Kraftraubattacke, gerade SK1, die sehr schnell geladen wird, gehen wir sicher, dass wirklich der Kampf reibungslos laufen tut und wir auch einen aggressiven Ronan in die Ecke drängen können und dafür sorgen, dass er auch nicht zu einer SK3 kommt. Der Kampf mit Herkules gestaltet sich hier wiederum etwas schwieriger, da Herkules ab und zu mal Immunität aufweist gegen Schockangriffe und auch Torkeln wird nicht einfach, da auch da er ab und zu mal durch seine Fähigkeiten auch aufweist Immunität gegen Torkeln. Auch ist es sehr schwierig, bei Herkules seine Kraftzufuhr zu rauben, weil er tatsächlich auch hier große Immunität aufweist. Und hier muss ich tatsächlich schauen, dass ich zurück ausweiche, also zurück hechte und so eine SK3 vermeide. Auch hier sehen wir wiederum, dass er sehr schädlich ist, da er sehr aggressiv ist. Aber mit ein bisschen Glück kann man auch das schaffen.
den letzten Fall tun wir ein bisschen beschleunigen, da wir ja schon im ersten Teil, im zweiten Teil den Kampf gesehen haben. Von daher können wir ihn ruhig schnell laufen lassen. Ganz klar, wie immer, beachten, dass hier man den Star-Lord nicht parieren darf, denn ansonsten, wie hier in diesem Beispiel, er unabwehrbar ist. Das war's auch schon. Wir haben gewonnen und haben somit die Mission zu 100% abgeschlossen. Und wir bekommen natürlich noch eine Belohnung, eine kleine Erkundungsbelohnung. Und das war's. 100% legendär. Siehst du, so einfach kann es sein, wenn man meine Videos schaut. Okay, that's it. Ich würde mich natürlich freuen über ein Abo, über ein Like und Rest ist in der Beschreibung natürlich drin. Und zusätzlich blende ich auch eine kleine Immunitätsliste ein für Champions, die du für Star, also für den Kampf gegen Star-Lord benötigst. Und ich verabschiede mich schon mal und bis zum nächsten Mal.